Hallo. Ja, ich bin wieder da. Es ist gerade ein ganz komisches Gefühl, wieder vor der Kamera zu sitzen, weil ich wirklich sehr, sehr lange kein Video mehr gemacht habe. Das erste Video nach meiner Pause soll einfach so ein kleiner Vlog werden. Was war bei mir in letzter Zeit los? Und ja, warum habe ich jetzt wieder Lust? Mich hat heute einfach wieder das Bedürfnis gepackt, dass ich ein Video drehen möchte. Wieder mehr mit euch in Kontakt sein will. Und ja, der Grund, warum ich in letzter Zeit gar keine Videos gemacht habe, ist ganz einfach. Ich war einfach so sehr mit unserer Hochzeit beschäftigt, dass ich dafür keine Zeit hatte. Ich musste jedes Wochenende was vorbereiten. Unter der Woche schaffe ich das eh nie, Videos zu drehen, weil ich immer so viel arbeite. Und ja, jetzt ist unsere Hochzeit vorbei. Ich bin jetzt verheiratet. Und sehr, sehr glücklich. Und ich dachte, ich erzähle euch ein bisschen was über unsere Hochzeit. Und ja, wir haben geheiratet am 4.7.2015. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnert. Auf jeden Fall war es der heißeste Tag des Jahres. Und es waren bestimmt 37 Grad. Wir haben in meiner Heimat geheiratet, das heißt nicht in Hamburg, sondern in Hessen, und da war es noch mal ein Stück heißer als hier. Ja, es war ein wunderschöner Tag. Man kann sagen, der schönste unseres Lebens. Wir hatten alle unsere Lieben um uns herum, alle Menschen, die uns wichtig sind. Und ja, es war einfach traumhaft schön. Wir haben einen Tag vorher standesamtlich geheiratet, und da haben wir dann bei meiner Schwester im Garten gefeiert und am nächsten Tag dann halt kirchlich. Und unsere Feier war in einem Gewächshaus. Das war auch absolut wundervoll. War natürlich sehr, sehr heiß, aber egal wo man war, es war heiß. Es sei denn, man wäre in den Keller gegangen, und ich glaube, da will keiner feiern. Und ja, wir haben mit 80 Leuten gefeiert, also schon sehr groß. Mehr haben aber auch nicht in das Gewächshaus gepasst. Also wir haben den letzten Platz ausgefüllt. Und ich musste auch ein bisschen bei der Einladung aussortieren, wie man denn jetzt dabei haben möchte. Und ja, dann haben wir eben mit 80 Leuten gefeiert. Die Trauung war um 16 Uhr. Das heißt, wir haben vor der Trauung die Fotos gemacht in der Mittagssonne. Und das war echt mega heiß. Ich musste total aufpassen, dass ich nicht gleich umkippe. Dann auch noch die ganze Aufregung. Da kann man fast gar nichts essen, weil man so aufgeregt ist. Und ja, wir haben vorher die Fotos gemacht, weil mir das einfach sehr wichtig war, dass wir Zeit für die Fotos haben, und ich wollte meine Gäste einfach nicht so lange alleine lassen, und ich wollte jetzt auch nicht nur so in 2 Minuten die Fotos dann abgehandelt haben, was auch sehr gut war. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Fotografin, und ja, am Ende des Videos habe ich mich auch entschlossen, euch ein paar Bilder einzublenden. Mein Mann ist auch einverstanden. Und dann könnt ihr einfach ein paar Eindrücke gewinnen, wie unser schönster Tag war. Das Kleid habe ich neu gekauft. Das war von Justin Alexander. Und ja, wie gesagt, neu gekauft. Ich wollte mir eigentlich eins leihen. Aber wie das dann so ist, man ist im Brautgeschäft und dann verliebt man sich. So war es halt auch bei mir. Und es war das absolut perfekte Kleid für mich. Meine ganze Familie war komplett begeistert, und ich habe mich auch super drin wohl gefühlt. Also es war natürlich super heiß, weil da noch so ganz viele Lagen unter dem Rock waren, und wirklich der Schweiß ist mir nur so an den Beinen runtergelaufen. Das ist total eklig, aber es war wirklich so. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, das Kleid neu gekauft, und ja, mein Plan ist es, es wieder zu verkaufen, einfach weil es so groß ist, so viel Platz wegnimmt, und ich werde es garantiert nicht nochmal anziehen. Deswegen finde ich es schöner, wenn noch eine andere Frau die Chance bekommt, das Kleid anzuziehen und sich daran zu erfreuen. Deswegen ja, will ich es auf jeden Fall wieder verkaufen. Ja, die Schuhe habe ich bei Zalando bestellt. Genau, ich hatte mir einige bestellt. Es war auch ein kleiner Kampf, bis ich die richtigen Schuhe gefunden hatte. Aber die kamen dann an, und das war auch so Liebe auf den ersten Blick, und so muss es halt einfach auch sein. Und die waren auch sehr bequem. Klar, nach 10, 12 Stunden konnte ich dann auch nicht mehr, dann bin ich da raus und habe solche Flipflops angezogen. Meine Füße waren auch echt schon ganz schön angeschwollen, einfach durch die Hitze.
Und weil man eben den ganzen Tag auf solchen Absätzen läuft. Ja, mein Make-up habe ich selbst gemacht. Bin ich auch sehr, sehr glücklich mit. Ich wollte einfach nicht so angemalt aussehen. Und ja, wenn euch das Make-up interessiert, lasst es mich bitte wissen. Dann drehe ich euch das gern nochmal ab. Es ist auch ein wasserfestes Braut-Make-up, weil ich eben eine wasserfeste Foundation benutzt habe. Und ich muss sagen, das Make-up hat Bombe gehalten. Also dafür, dass es 37 Grad waren, ich geschwitzt habe wie Hölle, sah ich wirklich am Ende des Tages noch total gut aus. Also das war echt top. Die Haare habe ich mir machen lassen bei der Friseurin meines Vertrauens. Da war ich beim Standesamt und bei der Hochzeit. Und sie hat das absolut wundervoll gemacht. Ich hatte auch echte Blumen in dem Haar. War absolut glücklich. Und ja, auch die Frisur hat. Am Ende des Tages tut einem wirklich die Kopfhaut weh, weil diese Spangen so festgesteckt sind. Und ich hatte bestimmt 100 Spangen drinne. Am Abend musste mein Mann mir dann noch helfen, das alles rauszumachen. Ist jetzt nicht so romantisch, aber man kann ja nicht mit der Frisur ins Bett gehen. Und ja, es war absolut wunderschön. Wenn euch interessiert, wie ich das alles organisiert habe, dann lasst es mich auch wissen. Ich kann gerne nochmal so ein Organisationsvideo machen. Was die Hochzeit angeht, ich habe mir da auch so ein paar Checklisten im Internet rausgesucht. Wir haben komplett alle Karten selbst gemacht, also von der Einladungskarte über die Menükarte, die Trauungskarten, wo dann die Lieder drin waren, ja, die Dankeskarten, wirklich alles selbst gemacht. Das war mir einfach ganz wichtig, weil ich eben meine persönliche Note reinbringen wollte und das auch alles einheitlich haben wollte. Ja. Genau, meinen Ring kann ich euch auch eben mal kurz zeigen. So sieht er aus. Das ist Gold mit Kupfer gemischt. Also so ein, ja, man sieht das Kupfer kaum, aber wenn man das mit so einem richtigen Gold vergleicht, dann sieht man einfach, dass es so ein bisschen rosé ist. Und ja, der hat so eine ganz leichte Struktur, was mir super gefällt. Und dann habe ich hier noch einen naturbraunen Stein drinne. Mein Mann hat den gleichen Ring, nur ohne Stein. Ja. Das sind auch absolut unsere Traumringe. Wir haben die anfertigen lassen in einer kleinen Goldschmiede hier in Hamburg. Und das finde ich einfach auch immer schön, wenn man da noch so eine Erinnerung hat und die da dann vorbeigeht und sagt, da haben wir die halt machen lassen. Das finde ich auch immer super. Ja, meine Schwester hat mich zum Traualtar geführt. Ist für manche vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber das liegt an der Familiensituation bei mir, worauf ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Dennoch war es eine absolut super Entscheidung. Es war sehr, sehr emotional. Meine Schwester hat schon beim Einlaufen angefangen zu weinen, was echt so süß war. Und ja, Madi, sende dir ganz liebe Grüße, falls du das Video siehst. Und ja, ich hatte auch eine super tolle Trauzeugin, die das alles ganz, ganz toll gemacht hat und wirklich alles super organisiert hat. Da habe ich auch richtig Glück gehabt. Und ja, wir haben eine tolle Hochzeitszeitung bekommen von den Schwiegereltern von mir. Und ja, es war einfach absolut perfekt. Das Essen war auch gut. Es war halt, wie gesagt, einfach super heiß, sodass man gar nicht so viel essen mochte. Und ja, es war ein wunderschöner Tag. Wie gesagt, deswegen kamen keine Videos, weil so eine Hochzeit neben einem Vollzeitjob zu organisieren ist wirklich eine große Herausforderung. Alle, die das schon hinter sich haben oder noch vor sich, wissen, wovon ich spreche. Deswegen, wenn ihr den einen oder anderen Tipp haben möchtet, dann sagt mir nochmal Bescheid. Und ja, so viel erstmal dazu. Ich will versuchen, jetzt in der Zukunft wieder regelmäßig Videos zu machen. Wir waren ja auch nach der Hochzeit noch auf einer absoluten Traumreise in den USA. Wir haben eine Rundreise an der Westküste gemacht, Kalifornien, Arizona, Utah, Nevada. Und ja, da war ich natürlich auch ordentlich shoppen bei Sephora. Deswegen demnächst kommt auf jeden Fall ein Sephora-Haul. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann blende ich euch jetzt noch ein paar Bilder von unserer Hochzeit rein. Und ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!